Ja, die qualitätsfördernde Maßnahme, die fangen im Winter an, beim Rebschnitt. Wir versuchen also nicht zu viel anzuschneiden. Zum Teil haben wir auch jetzt eine Blühbegrünung eingesät, jede zweite Reihe, um das mal zu testen, wie das ist. Für die Biene was Ja, zu tun. damit man mehr Diversität im Weinberg haben. Jetzt hier tun wir die Traubenzone entblättern, damit die Trauben schön leichter abtrocknen und nicht so krank werden, dass der Pflanzenschutz besser betrieben werden kann. Ich versuche halt auch so spät wie möglich zu lesen, damit wir die ganze Aromatik ernten können. Was aber auch erforderlich ist, da wir schon eine gewisse Höhe hier in Gronau haben, mit Ja. fast 200 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Ja, davon profitieren wir auch, die Traube hat dann länger Zeit, ihr Aroma zu entwickeln durch die kälteren Nächte, die wir haben. Die Gesundheit von der Traube ist dann oftmals besser hier, noch wie an der vorderen Bergstraße. Wir haben jetzt den 2020er Riesling Alte Reben im Glas. Der stammt aus dem alten Weinberg, der ist 1974 gepflanzt. Der Wein, der hat ein tolles Aroma nach gelben Früchten und Aprikosen und hat auch eine gewisse Säure. Er ist sehr fett durch die Ertragsreduzierung. Ist aber solange jetzt noch schöne Tage sind und auch im Sommer, sind wir gern hier oben und genießen unseren, ja, Feierabend. Ja.